Die Frage, die ich mir heute rausgesucht habe: Woher kommt das .tv? Willkommen bei Anycation, los geht's! Twitch, Galileo, Arte und Netflix. Alle haben etwas gemeinsam. Sie teilen sich ihre Top-Level-Domain .tv. Die Top-Level-Domain ist ein Teil der URL. Die URL ist von rechts nach links aufgebaut und beginnt mit dem Root-Label, dem Punkt ganz am Ende der URL. Anschließend kommt die Top-Level-Domain, also zum Beispiel das .tv, das .com, das .de. Darauf folgend ist die Second-Level-Domain, das, was wir normalerweise als den Domainnamen bezeichnen, und die Third-Level-Domain, auch Subdomain genannt, die wir meistens als www kennen. Soweit, so gut. Was hat mich jetzt dazu inspiriert, ein Video darüber zu machen? Wissen sollte man, dass man Top-Level-Domains in generische und länderspezifische Top-Level-Domains unterteilt. Länderspezifische Domains, abgekürzt mit CCTLD für Country Code Top-Level-Domain, sind zwei Buchstaben, die einem jeweiligen Land zugewiesen werden. Zum Beispiel .de für Deutschland, .se für Schweden, .fr für Frankreich. Und auch hier gibt es einige Ausnahmen, zum Beispiel war für Großbritannien .uk vorgesehen. Die benutzen größtenteils .gb. Zugeteilt werden diese länderspezifischen Top-Level-Domains von der ICANN oder der INO. Generische Top-Level-Domains, abgekürzt mit GTLD, sind für alles andere da. Man unterscheidet zwischen gesponserten und nicht gesponserten Top-Level-Domains. Das würde an der Stelle etwas zu weit gehen. Wenn ihr dazu auch ein Video haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Die generischen Top-Level-Domains haben meist eine Bedeutung, sind für einen bestimmten Zweck zu nutzen. So war .com ursprünglich eine Top-Level-Domain für Unternehmen. Es war die Abkürzung für Commercial. Heute wird sie für praktisch alles benutzt und ist die meistgenutzte Top-Level-Domain weltweit. .biz ist für Business. .aero für Aeronautics, also für Luftfahrtunternehmen. Und .xxx, das könnt ihr euch jetzt selbst überlegen. Zurück zu .tv. Generisch oder länderspezifisch? Generisch für Television? Falsch. Tatsächlich ist die .tv Top-Level-Domain eine länderspezifische Top-Level-Domain. Und zwar für das Land Tuvalu. Tuvalu ist ein Inselstaat im Pazifischen Ozean mit rund 11.000 Einwohnern. In den 90er Jahren hat die INO dem Inselstaat die Top-Level-Domain .tv zugewiesen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Inselstaat noch nicht einmal Internet. Der Kanadier Jason Chapnick, der Präsident der Firma Information.ca, CA übrigens für Kanada, erkannte das Potenzial und schließt am 6. August 1998 mit Tuvalu einen Vertrag ab. 50 Millionen US-Dollar bietet er dem Staat. Eine Summe, die das Bruttoinlandsprodukt von Tuvalu verzehnfacht hätte. Tuvalu geht den Vertrag ein, doch die Ratenzahlungen bleiben aus oder treffen verzögert ein. 1999 wird das kalifornische Unternehmen ID Lab engagiert, das die 50 Millionen Schulden übernehmen soll. Mit der ersten Zahlung von 1 Million $ kauft sich Tuvalu in die Vereinten Nationen ein. Eine Investition, die sich laut dem Staatsoberhaupt gelohnt hat, denn nun können sie ihre Probleme anderen mitteilen und außerdem nutzen sie andere Ratenzahlungen für den Ausbau der Infrastruktur, wie Schulen, Straßen, Strom und auch dem Internet. Sogar eine Briefmarke wird der Top-Level-Domain gewidmet. Im Jahr 2000 gründet man das Unternehmen .tv. Es wächst bis auf über 100 Angestellte, bis es im Dezember 2001 im neunstelligen Bereich von Wörthern übernommen wird. Für 10 Millionen Dollar verkauft Tuvalu seine Rechte an der .tv-Domain an Wörthern. Die Zahlungen an die Regierung von Tuvalu finden weiterhin statt. 2009 wird berichtet, dass die Top-Level-Domain .tv möglicherweise verschwinden könnte, da der Inselstaat durch das steigende Klima vom Meeresspiegel bedroht ist. Würde der Inselstaat versinken, würde auch die Top-Level-Domain .tv nicht mehr existieren.
Dennoch verlängert VerSign 2011 den Vertrag mit Tuvalu bis zum 31. Dezember 2021. Mit jährlichen Zahlungen von rund 5 Millionen Dollar verdient Tuvalu ein Zwölftel ihres Bruttoinlandsproduktes mit der Top-Level-Domain. Durch erhöhtes Interesse an der Domain durch E-Sport und Videoplattformen könnte diese Summe sogar noch steigen. Wir können also gespannt sein, was sich im Laufe des Jahres 2021 noch entwickeln wird.